Afrika tanzte zum ersten Mal in seiner Geschichte um Brasilien herum. Die Afrikaner waren überall und zwischen der Menge und dem harten Spiel der Heimmannschaft erlebte das Brasilien von Bebeto und Rivaldo eine schreckliche Nacht. Südafrikas Chancen waren die klarsten. Die Öffentlichkeit wusste, dass sie das Spiel beherrschten. In der 25. Minute schossen sie das erste Tor. Das Spiel war wirklich beeindruckend. Die Afrikaner dominierten ein Brasilien, das reaktionslos zu sein schien. Das Spiel war immer noch sehr gespalten. Die Heimmannschaft ginge zum Angriff über. Und es dauerte nur ein paar Minuten, bis Südafrika die Führung auf ein gefährliches 2:0 ausbauen konnte. Es herrschte totale Euphorie im Stadion. Es ist ihr erstes Spiel gegen den neuen Weltmeister und sie haben ihn bereits in die Knie gezwungen. Als jedoch die zweite Halbzeit begann, war endlich die Zeit gekommen, in der die Bestie aufwachte. Here's Rivaldo into the path of Bebeto. There was good cover defense from Brasilien wollte Tore machen und war total auf den Angriff fokussiert. Rivaldo versuchte die Mannschaft anzuführen, aber er konnte wenig machen. Doch in der 56. Minute sollte das erste Tor fallen. Tonight's performance from the national team. That's a free kick for Flavio. Dr. Kamala just clipping him on the ankles there. Zé Maria now. He has been one Brazilian with a little bit of intent. Savio. Can he get past Tinkler and Toby? Flavio shots. It's in the back of the net. Flavio has scored for Brazil. Set up by Savio. And now possibly we've got a match on our hands. Das erste Tor war nur eine Art und Weise, um die Luft aus dem Kessel zu lassen. Nach dem Tor von Flavio kam die Lawine ins Rollen. Rivaldo, Savio for Brazil. Bebeto's in the middle. Does well to turn. He's got Bill Toby paying attention now. Oh, shot straight into the arms of Andre. Die gefährlichen Spielzüge kamen einer nach dem anderen, bis schließlich das Unentschieden der Brasilianer fiel. Weder der Trainerstab noch die Öffentlichkeit konnten glauben, dass in einem Wimpernschlag der 2:0 Vorsprung völlig verschwunden war. Brasilien hatte keine Absichten, ihre Intensität zu verringern. Das Spiel musste unter allen Umständen an sie gehen. Battling away there with Flavio, couldn't get past him. He certainly got a rough introduction to international football. João Marcelino, three runs now at the defense and all three times nothing he's been able to put together. Bebeto's free! Padebe was beaten, that's a glorious chance and Brazil should have wrapped it up there. Die Südamerikaner waren überall auf dem Feld. Die afrikanische Mannschaft hatte wirklich keine Chance, den Angriff der Brasilianer Widerstand zu leisten. Und schließlich war es nur noch eine Frage von Minuten, bis das endgültige 3:2 fiel. Damit sollte das Comeback vollendet werden. Nummer 0. He's also coming to the game a lot more in the second half. Position man, Zé Maria, is attacking down the right-hand side, which he wasn't doing in the first half. Great cross, bent. You know, so did it. It seems like the easier thing was to hit it. He laid back and volleyed it. Oh, look at Zagallo. Isn't he enjoying this? What a
well, he's done nothing all day. Well, it came from Zimmeri, he went down the line, he pulled the ball across, he laid back Bebeto. Surely, Mark, that was the hardest thing to do. The easier thing might have been headed in, but that's the Brazilians. We've criticised Bebeto, me in particular, but he put his money where his mouth was. A great volley, Anderson, no chance. Brasilien würde schließlich zeigen, dass seine ganze Macht noch intakt ist. Genau wie bei dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1994. Die Südamerikaner wussten, dass Südafrika ein kleinerer Rivale war. Und sie ließen dir es wissen, als sie schließlich einen scheinbar unüberwindbaren Spielstand umkehrten. Our time is running out for the home team. In fact, there's the final whistle from referee David Henry. So Brazil have come back from being 2 goals down at the break to beat South Africa by 3-2 in this match. Die südamerikanische Mannschaft hat ihre ganze Kraft gezeigt, die sie im Jahrzehnt der 90er Jahre erreicht haben. Dabei machten sie deutlich, dass sie ihren 4. Weltmeistertitel in vollem Umfang aufrechterhalten. He's also coming to the game a lot more in the second half. Position man, Zia Maria, and attacking down the right hand side, which he was doing the first part. Great cross, bent. Oh, excellent goal from Bebeto! Do you know, it's so good.